Das Gemälde aus der Sammlung des Museums Zitadelle Jülich, was wir heute vorstellen, ist eines der hochrangigsten Objekte unseres Bestandes. Es ist von Pieter Snijers, einem flämischen Schlachten- und Belagerungsmaler, und es zeigt die Belagerung Jülichs von 1621-22, also vor genau etwa 400 Jahren. Ein für die Stadtgeschichte herausragendes Ereignis. Es ist bereits die zweite Belagerung der Festung Jülich gewesen, nachdem 1610 im Rahmen des Jülich-Klevischen Erbfolgestreites Jülich von niederländischen Truppen eingenommen worden ist. 1621 ziehen spanische Truppen vor Jülich, um die Festung, die strategisch sehr wichtig war, in ihre Hände zu bekommen. Während die erste Belagerung nach gut einem Monat zu Ende war, hat die zweite nahezu ein halbes Jahr gedauert, vom 5. September 1621 bis zum 23. Februar 1622. Das hatte einmal damit zu tun, dass die Niederländer die Festung weiter ausgebaut hatten und sie sehr gut verteidigt haben, zum anderen aber auch an den Spaniern, die weniger die Festung beschossen haben, als sie eingeschlossen haben und ausgehungert haben. Und das ist auch gelungen. Im Februar 1622 waren die Lebensmittelvorräte aufgebraucht und der niederländische Kommandant Frederik Pitaan musste aufgeben. Belagert wurde Jülich von Graf Hendrik van den Bergh, einem bedeutenden niederländischen Adligen in spanischen Diensten. Das Heer selber wurde von Ambrosio Spinola geleitet. Pieter Snijers hat in seiner charakteristischen Malweise dieses Ereignis festgehalten. Die Belagerung war für die Einwohner Jülichs sehr hart. Es waren Wintermonate, es war ziemlich kalt und am Ende der Belagerungsphase sind die Lebensmittel ausgegangen, weil Frederik Petan hatte nicht damit gerechnet, dass das spanische Heer so schnell vor Jülich kommt und die Wintervorräte waren noch in den Orten um Jülich herum eingelagert, was wiederum natürlich die Belagerer für sich nutzen konnten. Aus zeitgenössischen Berichten wissen wir, dass am Ende des Winters nahezu alle Pferde verspeist waren, Ratten und andere Tiere, sodass tatsächlich das Ende der Fahnenstange erreicht war, als man die Festung übergeben hat.